Geschätzte Damen, geschätzte Herren, herzlich willkommen zur heutigen Information. Es geht um die neue Positionierung der Tourismuszone Bivio Alblen AG. Uns ist sehr wichtig, dass wir den Charakter, auch die Zusammengehörigkeit und die Authentizität wehren können in diesem Thema, aber auch das Thema Vision, Mission aufarbeiten. Wir haben ausgeklagt, dass wir einfach festgestellt haben, wir haben zwar vieles im Tal, aber so eine richtige Vision und sagen, wie wir es tun, vor allem aus touristischer Sicht, haben wir nicht gehabt. Das wollen wir nachholen. Und was wir aber auch wollen mit dieser neuen Ausrichtung, so ein bisschen die Diskussion hinter uns lassen, was ist der richtige Name? Also ich darf da erinnern, wie viel Energie wir verschwenden. Ist jetzt auch eine Einrichtung, Bivio richtig, was ist richtig? Von dem wollten wir definitiv wegkommen, weil wir einfach hier auf Nebenschauplätzen uns begegnen und einen Haufen Energie verlieren durch diese Thematik. Strategiehaus, das ist Ihnen bekannt, wie es hier dargestellt ist. Es geht um Tourismus, es geht aber auch um Lebensraum. Neu da drinnen haben wir eben die Vision und Mission verankert. In der Vision ist ganz klar, hat es auch Platz für ein bisschen Fantasie, für Zukunftsgedanken, etwas, was wir vielleicht nicht gerade werden morgen und übermorgen erreichen, aber doch ein Fernziel, wo wir her wollen. Und darum haben wir gesagt, wir wollen sagen, wie wir es machen. Vor allem auch, warum wir es machen und was wir machen zu dieser Thematik. Da kommen wir darauf später in der Vorstellung noch zu sprechen. Vom Lincoln ganz treffend, wenn du tust, was du immer getan hast, wirst du bekommen, was du immer bekommen hast. Und wir können uns nicht rühmen, dass wir extrem fortschrittlich sind, dass unsere Übernachtungszahlen aufwärts gehen. Der Trend ist leider eher gegenseitig und das wollten wir ganz klar bremsen. Wir wollten auch wieder in Zukunft vermehrt mit positiven Schlagzeilen in den Medien sein und so weiter. Und darum ist jetzt der Zeitpunkt, um das gemeinsam angehen. Die Vision, die Mission, die haben wir erarbeitet im Verwaltungsrat. Also wir sind etwa ein Jahr dran an diesem Thema. Und es geht darum, dass wir aber auch, wie ich gesagt habe, alte Zöpfe abschneiden. Also es spielt eigentlich keine Rolle mehr, wie treten wir auf mit Saonin oder Bivio. Sondern wichtig ist, dass wir als Einheit, als Tal auftreten tun. Und das gelingt am Schluss nur, wenn wir es miteinander machen, am gleichen Strick. Und da haben wir ganz eine grosse Chance, dass wir jetzt einmal vielleicht auch in den Schlagzeilen kommen als das Tal, das zusammenhebt, das in die gleiche Richtung stossen tut. Und das ist eigentlich die Vorgabe, die wir uns selber gesetzt haben, um zu sagen, haben wir es gut gemacht oder nicht. Und wir kommen somit zum Punkt, einfach, uns ist es wichtig, dass wir da sehr eine offene Diskussion führen, weil gerade Leistungsträger wie Origin ist für uns extrem wichtig, dass das mitgetragen wird, dass wir auch hier als Einheit nach außen wahrgenommen werden. Und wir freuen uns auf die Diskussion hier drinnen, darf durchaus auch kritisch sein. Am Schluss ist einfach unser Ziel, wir haben unsere Arbeit gut gemacht, wenn wir am Schluss hoffentlich rausgehen und sagen, wir tragen das mit. Ich darf das Wort euch übergeben, Herr Durband. Wir haben ein Päckchen mitgebracht, wo wir euch präsentieren, das ein bisschen den Weg zeigt, wo wir gekommen sind, wo dass wir in der Gegenwart eine Analyse gemacht haben und wie dass wir in Zukunft gehen können oder wollen gehen und welche Ziele wir uns dort setzen. Und wir gehen in jedem Bereich ein bisschen so rein, dass es verständlich ist, nämlich nicht, dass wir euch stundenlang Zeit rauben, aber doch braucht es einen Moment, um zurückzuschauen. Auch. Unser Ziel, das wir gesetzt haben und unsere Aussage, die uns bewegt hat in den letzten Monaten, ist, es ist Zeit, Sachen zu verändern. Und unser Ziel für das ist eine positive Zukunft fürs Tal. Und nicht nur als Ferienort, sondern als Ferienort, als Lebensort und als Arbeitsort. Wichtig auch, dass es das ganze Jahr funktioniert und nicht nur in der Saison, sondern dass wir auch im Frühling und im Herbst können genau gleich fest uns bewegen da oben und die Leute anzeichen und uns freuen an dem Ganzen. Wir haben gesagt, mit weiteren so, wie wir jetzt gemacht haben und wie das der Herr Thoman auch gesagt hat, schon eingehend, mit weiteren so machen wir eigentlich keine Zukunft, sondern wir haben ein Problem, und das dürfen wir auch mal ganz klar formulieren, wir sind nicht mehr so beliebt, wie wir auch schon gewesen sind. Das wissen wir alle. Wir haben Übernachtungszahlen, die sinken. Wir haben Bevölkerung, die schrumpft und immer älter wird. Wir haben das Gewerbe, das stagniert. Und wir haben natürlich auch
vielerorts Sanierungsbedarf. Wir haben Haufen alte Gebäude, wo man nicht nur schön können sanieren, sondern auch wirklich müssen investieren und das nicht können. Wir haben natürlich in dieser Analyse die Umgebung angeschaut und auch die Destinationen, die um uns herum sind, und uns einmal ein Bild gemacht von dem, was eigentlich herum ist. Und wir haben festgestellt, die haben vor allem ein bisschen mehr. Wir haben gesehen grosse Bahnen, die Sachen verbinden. Wir haben schöne Hotels gefunden in den anderen Destinationen. Wir haben Wellness-Tempel, Design-Hotel, wo richtig pompös sind, wo man sich kann vertun kann. Halbe karibische Ortschaften. Wir haben Traditionen gefunden, sehr viele Familien, wo sie über Generation und Generation aufkommen, Freunde mitnehmen, wo stolz sind auf diesen Ort. Wir haben riesige Skigebiete vorgefunden. Und zwar auch mit einem Haufen Anlagen, nicht nur in der Grösse. Wir haben Prominenz in anderen Destinationen, wo gespielt werden, wo wir nicht können behaupten von uns. Und all die Destinationen haben auch Leuchttürme gebaut. Die haben alle noch über die Jahre einen Leuchtturm oder zwei aufgebaut, der ihnen wahnsinnig hilft seit Jahrzehnten. Beispiel Lenzerheide. Wir haben Skiweltcup bei der Lenzerheide. Wir haben dort viel Begeisterung, wo die Leute aufreisen, nur wegen dem. Wir haben Spiker, wie jetzt Spike Kingdom in der Lenzerheide im Sommer, wo der Sommer reich zum Winter und umgekehrt macht. Engadin, wo man rübergeht und jeder weiss, wo Engadin jemals war, gerade in dieser Zeit jetzt, einfach wow ist vom natürlichen Effekt her, aber auch immer noch, erstaunlich wie es auch ist, immer noch Mythos, immer noch Geschichten von Gunter Sachs, immer noch das St. Moritz, wo glänzt, wo hinten dran vielleicht gar nicht mehr so glänzt, aber es ist noch da und es geht nicht weg. Wir haben den Bär in Arosa. Wir haben in Arosa auch ein Humorfestival, auch ein Leuchtturm, das super funktioniert in der Kommunikation, im Marketing. Die Leute kennen das. Es geht weiter, Davos, Spektakel, HCD, Spengler Cup, Weltniveau Hockey. Die gleiche Geschichte bei den mächtigsten und grössten Köpfen der Welt, die sich in dem kleinen Davos treffen. Verrückt. Und Flims Lags als letztes Beispiel auf der anderen Seite, wo es Freestyle besetzt hat, Snowboard besetzt hat und ein Pionier hat, der natürlich das alles vorantreibt mit super Ideen und immer wieder weiss, wie man das auch in die Medien bringt. Und dann haben wir natürlich, sind wir ganz clean geworden und haben gesagt, und was haben wir, oder? Und es ist nicht erstaunlich, was jetzt kommt. Wir haben Origin. Zum Beispiel, das ist einzigartig, absolut, aber es ist noch zu wenig breitenwirksam. Noch, haben wir geschrieben. Es ist eine andere Zielgruppe oder eine enge Zielgruppe, spitz, und wir brauchen noch mehr. Wir müssen das noch ausweiten. Zusammengefasst gesagt, Savonin, Bivio Albula, kann weder in der Wahrnehmung noch in der Angebotstiefe und Breite eigentlich mitheben mit dem, was wir um uns herum sehen und was möglich ist. Und umso kritischer ist es, dass wir auch keine Reibungsfläche, keine positive Reibungsfläche können wirklich generieren, wo die Leute auseinandersetzen mit dem Hochtal da oben. Und das ist natürlich zu Lasten von der Bekanntheit und vom Involvement und von der Begehrlichkeit vom Success. Sehr schnell war klar, haben wir gesagt, allein eine Werbekampagne kann das nicht kehren. Wir können nicht einfach eine lustige, lässige Kampagne machen und dann finden es alle gut, dann kommen wir auf und dann haben wir auf mehr Leute. Sondern wir müssen wirklich das Produkt in die Hand nehmen, wir müssen wirklich ein Produkt schleifen und da etwas verändern. Also raus aus dem kritischen Kreislauf von sinkende Attraktivität, sinkende Besucherzahlen, sinkende Investitionen, die sich in einem toxischen Kreis drehen. Und wir müssen die Veränderung pushen und die muss nachhaltig sein und die muss von Grund auf passieren. Das schaffen wir, sind wir überzeugt, aber wir müssen das wieder leben, was uns einmal ausgezeichnet hat.
da haben wir ein schönes Bild für das. Pioniergeist ist da gross auf der Fahne gestanden. Und wir haben das alles da mal gehabt. Und für das sind wir natürlich, wir sind das auch anschauen, zeigen wir euch gerade. Wir müssen die einzigartigen Stärken, die wir da oben können, rausschleifen und finden, in Zusammenhang bringen mit nachhaltigen Entwicklungen. Wir müssen das schärfen und dann müssen wir das zukunftsweisend transformieren. Und auf das rauf, und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist für uns, müssen wir Leistungen bauen, die eben eine Identität schaffen, die sinnstiftend sind und sonst noch einen Mehrwert mit sich bringen. Und das Allerwichtigste eben nicht nur das Bewusstsein, dass das nicht nur für die Gäste ist, sondern auch für uns. Weil wenn es nach innen stimmt, dann stimmt es auch nach außen. Und dann sind wir zusammengehockt mit dem Verwaltungsrat vom Tourismus und haben das strategische Fundament aus dem Stein geschlagen. Und die neue DNA, die muss auch mal ausformuliert sein. Und die haben wir folgendermaßen festgehalten, mal in einem ersten Schritt. Und haben gesagt, okay, in der Mitte ist der Pioniersgeist. Der muss wieder kommen. Der Pioniersgeist muss wieder auf die Fahne geschrieben werden. Und der wird ummantelt von drei wichtigen Elementen. Das erste ist Ursprünglichkeit, Sinn und Sein, haben wir es einmal genannt. Dann haben wir Nähe und Zugänglichkeit, wo wir einen ganz wichtigen Punkt finden, strategisch. Und der Genuss und die Wohltat, die wir da oben spielen können. Das soll DNA von der Zukunft sein. Aus dem strategischen Prozess haben wir verschiedene Ableitungen gemacht. Die erste Ableitung ist die oberste Prämisse und das ist die Vision. Und das haben wir ausformuliert und ich lese euch das jetzt einfach mal so vor. Warum? Die Schönheit und die Geschichte unserer Region ist unser ganzer Stolz. Darum stehen wir zusammen und schaffen für unsere Gäste echte Erlebnisse mit der Natur und den Menschen in unserer Region und empfangen sie als Freunde. Das ist unser Warum. Wir sind nicht elitär, aber modern. Wir sind urchig, aber freundlich. Wir sind ursprünglich, aber innovativ. Wir laden alle von Herzen ein, bei uns ihr Leben zu genießen, ob für immer oder nur für eine gewisse Zeit. Vieles, was es dazu braucht, ist schon da. Intakte Natur, wunderschöne Berge, malerische Dörfer. In Zukunft gehen wir noch bewusster um mit dem, was wir haben und schaffen im Einklang mit unserer Region zeitgemäße, begehrliche Angebote zum Wohnen, Arbeiten, Erholen und Genießen im größten Naturpark der Schweiz. Und zum Was haben wir geschrieben? Wir sind der Lebensort, bei dem alles ein bisschen echter ist, schmeckt und Freude macht. Wir bieten zeitgemäße touristische Angebote, moderne Gastronomie, Hotellerie und Infrastruktur mit viel Kultur in unserer Region. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir ein echtes Freundschaftsgefühl verbreiten und mit Stolz unsere Region und ihren Charakter leben und präsentieren. Das sind die drei Sachen, die in Zukunft im Raum stehen sollen. So müssen wir uns fühlen, das wenn wir auf den Boden bringen. Jetzt kann man das schön formulieren und eine Vision einmal aufs Blatt bringen. Jetzt müssen wir es auch noch machen. Für das haben wir einen Plan gemacht. Wir haben einmal unten durchgelassen, durch den Briefkasten. Der Masterplan, haben wir das genannt, ist natürlich die Folge aus dieser Vision. Es ist ein Kochbuch, eine Rezeptur, wie man die Gewürze und die Zutaten zusammenbringen, dass es wirklich auf den Boden kommt. Das hat dann so ausgesehen und das ist ein bisschen unsere Fibel oder Bibel, die wir jetzt die nächsten Monate und Jahre immer wieder im Sack tragen und immer nachschauen, wie gehen wir jetzt da vor, wo sind wir, was können wir da noch machen, wie kommen wir weiter. Gut. Dann die zweite Ableitung, die wir gemacht haben. Wir haben gesagt, okay, wir wissen, wo wir hinwollen. Wir wissen jetzt, wie das Rezeptbuch ist. Jetzt müssen wir dem einen Namen geben. Wir müssen ja etwas auf die Fahne schreiben für uns. Und da haben wir gesagt,
Für das müssen wir eine Positionierung ausformulieren, einen Satz haben oder einen Text, der uns auch sagt, was ist unsere, wie positionieren wir uns. Und aus dem heraus entsteht der Name. Und der Name hat vielleicht auch noch einen Claim oder etwas, das uns auf den Punkt bringt, das Ganze, was wir hier erschaffen. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass wir uns die Stärken vom Tal nochmal vor Augen halten. Und das sind 6 Stück, die wir nochmal ausformuliert haben. Wir haben gesagt, wir sind die 3. grösste Gemeinde der Schweiz nach Fläche, haben aber nur wenig Einwohner. Und so ist es touristisch eigentlich weniger verbaut und weniger überlaufen, als jetzt auch im Vergleich zu, was wir vorne gesehen haben, die Destination um uns herum. Dann haben wir gesagt, wir sind nahe zu Tourismusgebieten, wo man sich voll auf die Tour kann, wenn man das will, aber man kann da das alles mit viel mehr Ruhe geniessen. Wir haben da eine gewisse Entschleunigung drin. Das dritte von diesen 6 ist, man kann die Menschen echt erleben. Das ist wirklich etwas, wo wir nicht nur herausgefunden haben, sondern auch fundamental überzeugt sind und das Gefühl haben, Menschen haben da einen Vorteil. Wir haben den Massentourismus nicht, wo das so verfälscht. Wir sind viel näher. Wir gehen im Hofladen treffen wir gerade auf den Bauer und kaufen nicht im Coop zu Davos etwas, wo Naturplan draufsteht. Wir sind nicht günstig oder billig, wir haben aber ein bezahlbares Angebot, das uns sympathisch macht, weil der normale Verdiener auch nicht gerade verschreckt, wenn er eine Tageskarte löst, sondern es ist einfach eine sympathische Umgebung auch im Preis, wo wir können bringen, oder? Origin ist da mit Kultur auf dem Weltniveau vor außergewöhnlichen Kulisse. Und wir sind da auch, können wir sehr viel Nähe spielen, weil es ein viel intimerer Rahmen ist und das natürlich auch eine gewisse Funktion mit sich bringt, die wahnsinnige Vorteile hat. Und wir sind eingebettet im grössten Naturpark der Schweiz mit seiner Weite und glaubhaften Ursprünglichkeit und Natur, die uns wirklich als Natur vorkommt und wir auch so können brauchen. Das alles müssen wir zusammenfassen zu einem Alleinstellungsmerkmal. All das müssen wir strategisch die Stärken einbauen in die Positionierung, die uns das alleinstellende Merkmal gibt und uns dazu verdichtet. Wir haben etwas gefunden, ein spezifisches Spannungsfeld. Wir haben ein Spannungsfeld gefunden, das wir wahnsinnig spannend finden. Und das ist, wir haben auf der einen Seite unheimlich viel Aspekt für Nähe und wir haben unheimlich viel Aspekt für Weite. Und die Nähe haben wir, weil wir eine außergewöhnliche Zugänglichkeit haben, geografisch, aber auch von den Menschen her, von der Offenheit her, von der Direktheit her. Und wir haben so ein bisschen das Echtere drin, als was die touristischen Zentren haben. Die Nähe ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Weite. Die Ursprünglichkeit, die wir ein bisschen beschrieben haben vorher, Freiheit, Ruhe, Leere, und eine Echtheit von dem urigen Tal, eingebettet in den riesigen Naturpark von der Schweiz und wo uns auch erlaubt, ein besonders intensives Erlebnis zu haben. Hier. Also zum einen die Nähe, zum anderen die Weite. Und das Spannungsfeld von diesen Gegensätzen, die wollen wir verschmelzen lassen zu einem eigenen Charakter. Also der Bereich, der wenn wir ausspielen. Das ist etwas, was uns einzigartig macht, was die anderen nicht haben. Das sind das, was unser Tal zu einer eigenen Welt machen. Und darum haben wir gesagt, unsere Positionierung soll sein, Savonimbi via Albula, so nah an einer anderen Welt. Weil wir gesagt haben, zum einen so nah, es ist um eine Ecke, es ist die Nähe auch von den Menschen, es ist die ganze Nähe, die man spielen kann. Und doch ist es eine ganz andere Welt. Und eine andere Welt ist immer ein Abenteuer. Es ist immer ein Aufbruch, es ist immer
Es ist ganz anders. Es ist ein Universum, das sich auftut. Und das spielt die Weite. Und die können wir dann auch wirklich spielen mit der Weite, mit der Entflechtung, mit wenig Bevölkerung auf ganz viel Fläche. So nah an einer anderen Welt erlaubt uns Deklination in allen Bereichen, die wir sie brauchen können. Natürlich kommunikativ, aber auch sonst. Wir können sagen, zur Natur, Ursprünglichkeit und Schönheit können wir sagen, so nah den Sternen, ein bisschen pathetisch. Oder wir können sagen, so nah den Bergen oder so nah der Schöpfung. Wir können Themen wie Gefühl, Erlebnis und Bewusstsein spielen und sagen, so nah dem Frieden. Wir können sagen, so nah der Freiheit oder so nah dem Abenteuer. Nähe Menschengenuss, so nah der Herzlichkeit, unsere Gastronomie, so nah dem guten Geschmack oder so nah den Traditionen. Das sind jetzt mal so ein bisschen auf dieser höheren Ebene mal die Sachen, die wirklich funktionieren. Man muss ja die, wenn man so eine Positionierung macht, muss man die einfach mal durchdeklinieren und schauen, funktioniert es überall. Und das muss eben von zoberst, so nah der Schöpfung, bis zu unterst funktionieren. Und das haben wir ausprobiert und zeigen euch mal ein bisschen, dass es auch wirklich funktioniert, oder? Weil so nah an einer anderen Welt, zu eigentlich in einem Satz unterstreichen, dass wir nahe sind, also physisch, geografisch, und zwar Nord und Süd, also Milano, vielleicht 2 Stunden oder 2,5, Tessin ist auch nahe, oder? Man kann aber auch sagen, die ganze Deutschschweiz ist nahe, 1,5 Stunden, und hat somit wirklich eine sehr einfache Erreichbarkeit. Das ist rein physisch, oder? Und dann tut aber das so nah an einer anderen Welt auch implizieren und fördern und das Begehrlichkeit unterstreichen, wo wir haben nach Echtheit, nach Natürlichkeit, nach Genuss. Und das ist so ein bisschen unterbewusst, sehnen wir uns ja alle so ein bisschen nach dem. Und das ist wirklich etwas Schönes. Und da spielt natürlich dann das Verlangen mit ein, um einfach mal aus dem Alltag auszubrechen, oder? Ich habe heute Morgen, ich bin jetzt von Zürich heute angefahren und da ist eigentlich genau das passiert, oder? Ich war in Zürich gewesen, nur ein Nebel, und dann fahre ich da rauf und dann wird es immer weisser und weisser und dann bin ich da oben und es sind einfach verschneite Bäume und so ein weisses Dörfli da oben und ich bin in einer komplett anderen Welt, als ich noch vor eineinhalb Stunden vorher war. Also das ist genau das, oder? Und da wollen wir ja auch raus, oder? Wenn man eine Woche lang geschafft hat, im Homeoffice mit den Kindern oder im Büro, auf der Baustelle, weiss der Teufel was, und dann will man ausbrechen und man will in eine andere Welt eintauchen. Und das kann man da oben. Und zwar ganz nah, in 1,5 Stunden. Auch von Chur, da oben, ist eine andere Welt. So nah an einer anderen Welt erlaubt aber auch die Besonderheiten, die wir da haben, in diesem Tal. Die 1000 Sachen. Origin, gutes Fleisch, Natur, Hofläden, weiss der Teufel was. Das kann man alles in einer Klammer eigentlich einfügen. Und niemand ist ein Fremdkörper. Also man kann so gut spielen, oder? Und so nah an einer Welt ist eben auch ganzjährig, wie wir vorhin gesagt haben. Es ist Sommer, Winter, Frühling, Herbst, oder? Wenn man jetzt einfach sich Bilder vorstellt, verschneite Berge, so nah an einer anderen Welt. Lärchenwälder im Herbst mit ihren Farben, andere Welt, mega schön. Frühling, Blümchen, die sprießen, Sommer mit dem Bergsee. Es stimmt immer. Und das ist eben ganz wichtig, oder? Das Versprechen, das man immer einlösen kann, das ganze Jahr. Und was uns auch noch wichtig ist, es hat ein gewisses Niveau, so nah in einer anderen Welt. Das ist nicht so ein plumper Marketing-Spruch, wenn man so will. Und trotzdem ist es sehr verständlich. Und da sind wir wieder bei der Zugänglichkeit, oder? Wir sind da im Val zur See, im Sursee, in Savonin, Bivio und überall sind wir zugänglich. Also jeder kann da hinkommen, man muss nicht mit der Givenchy-Jacke in den Ausgang, damit man cool ist und damit man kann zeigen, dass man genug Geld hat. Man kann da einfach normal rumlaufen. Und das Zugängliche ist eben auch in der Sprachrichtung, so nah in einer anderen Welt, das versteht jeder. Und trotzdem hat es ein gewisses Niveau. Das gefällt uns, oder? Und so nah in einer anderen Welt verändert natürlich durch das die Sicht aufs Tal, weil man sagt, hey, schau, da, wenn du da bist, bist du in einer anderen Welt. Aber es ist nicht arrogant. Wir sind nicht in St. Moritz, Schickimicki. Wir sind nicht, der Wos sagt, zum Beispiel Sports Unlimited. Die sind voll auf dem Sport. Und wir haben uns ein einiges Ding. Und trotzdem ist es sehr bodenständig. Und trotzdem passt auch so etwas, ich sage jetzt mal, Intellektuelles wie Origin, passt dort trotzdem sehr gut rein, oder? Weil es auch eine andere Welt ist. Und natürlich, was ganz wichtig ist,
was wir vorher gesehen haben, warum, wie, was, dort passt es wunderbar rein, oder? Also es tut es eigentlich auf einen Nenner bringen, was wir dort gesagt haben. Und jetzt muss man aber natürlich, um das wirklich durchtesten und deklinieren, muss man das natürlich auch ganz rudimentär auf dem Sales-Bereich, muss man schauen, funktioniert es dann trotzdem noch, oder? Kann man Angebote machen, wo man den Gedanken spielen kann? Und da haben wir einfach ein paar Beispiele genommen, die wichtig sind, oder? Und da, das erste Beispiel ist so nah an der, nah der Behaglichkeit. Stallzimmer schlafen im Heu. Passt super. So nah der Behaglichkeit. Das rudimentäre Stallzimmer bietet außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten in einem alten Stall. Machen Sie sich bequem auf dem Heubett und genießen Sie das einzigartige Ambiente. Mit Aussicht auf den Piz Martenas lässt sich gemütlich den Tag ausklingen und relaxen. Frühstückskopf im Preis inbegriffen. Jetzt gemütlich machen. Passt wunderbar so nah der Behaglichkeit. Oder man kann auch sagen, hey, so nah dem Geißenpeter, Meckern auf hohem Niveau, wir verbringen Ziegen den Sommer auf der Alp. Beim Geißenpeter erhalten Sie spannende Informationen zu den Geißen und zum Hirtenleben. Jetzt Geißli melken. Oder auch Attraktionen, die saisonal sind. Kann man das mit so nah an einer anderen Welt verkaufen? Ja, kann man, oder? Man kann sagen, hey, so nah der Weißen Pracht, wenn man jetzt voll auf Skifahren geht, oder? Was auch ganz ein wichtiger touristischer Zweig ist. In 2 Wochen starten die Bergbahnen Saonin in den Winterbetrieb mit perfekt präparierten Pisten und der nagelneuen Zehngondelbahn. Karfen Sie vor atemberaubenden Kulissen in unserem Top-Skigebiet. Funktioniert. So nah dem Schweben funktioniert auch für Bivio, die eine andere Zielgruppe hat. Bivio ist bekannt für seine ausgezeichneten Skitourenrouten. Gleiten Sie schwerelos durch den Pulverschnee und genießen Sie den Aufstieg genauso wie die Abfahrt. Funktioniert. Sommer, so nah der Erfrischung. Badewetter, kühle Nass lädt zum Erfrischen ein. Besuchen Sie den See in Savonin und genießen Sie ein Glas im Kiosk. Wer es etwas ruhiger und kälter mag, wandert zum See auf 2389 Meter über Meer. Also da kann man auch, beides ist in unserem Bereich zusammen. Und da sieht man auch, so nah in einer anderen Welt. Der überlaufene, manchmal ein bisschen See mit dem Kiosk, wo Kinder rumsäckeln und Hunde und alle gumpen ins Wasser. Und dann hat man aber auch einen See, wo kein Mensch ist, wo allen ein bisschen zu kühl ist mit irgendwie 9 Grad oder so, wo man dann allein ist, oder? Und das beides ist eben da. Und das ist eben das, was spannend ist, oder? Und jetzt kommt natürlich die nächste Ableitung, oder? Der Name. Der Name Savonin Bivio Albula ist ein bisschen ein alter Zopf. Und es hat auch immer ein bisschen Spannungen gegeben. Savonin, Bivio, was ist denn mit allen anderen Gemeinden? Marmorera, Riom und so weiter und so fort. Sind denn die dort nicht dabei? Und das haben wir ändern. Wir wollen eigentlich einen Weg ebnen für eine nachhaltige und identitätsstiftende Marke, die alle miteinander vereint, oder? Und jetzt haben wir da ein paar Sachen, Anforderungen, die der Name muss erfüllen, oder? Wo natürlich vorgegeben wird von der Vision und von der Positionierung, oder? Das heisst, er muss gesamtheitlich Veränderung stehen, der Name. Und natürlich mit dem Masterplan vereinbar sein und nicht nur touristisch ein begehrlicher Name sein. Er muss natürlich den Eindruck von einer gewissen Grösse vermitteln, oder? Also, Savonin und Bivio sind 2 Orte, die Leute kennen es irgendwie, aber wir müssen etwas haben, das es ein bisschen aufmacht, das es ein bisschen grösser macht, oder? Und man muss natürlich implizieren, dass es da eine grosse, spannende Welt zu entdecken gibt, weil man sagt, ja, so nah in einer anderen Welt, das muss einem Namen, muss es irgendwie drin sein, oder? Und er muss natürlich 100% mit der Positionierung vereinbar sein, also eben mit so einer anderen Welt. Und er soll natürlich, und das ist jetzt eben auch wichtig, weil die Zeiten sich geändert haben, er muss das ganze Tal einnehmen und auch einen, oder? Das ist nicht mehr, man kann heute nicht mehr einfach sagen, hey, Tourismus und Gemeinde, das ist Trend. Das gehört alles heutzutage ein bisschen zusammen, oder? Und er muss in dem Fall nach innen und aussen die identitäre Kraft haben und er muss auch Altlasten loswerden. Es muss etwas Neues sein. Es muss eigentlich eine neue Ära entstehen, oder? Und er muss natürlich auch kommunikativ spielbar sein, verständlich sein. Und man muss können, den Namen, das muss man können vermarkten. Also wir sind ja immer da, immer noch ein Produkt. Und das Produkt muss einen Namen haben, der eingängig ist, wo man sich merken kann, wo die Leute verstehen und so weiter und so fort. Also da müssen wir nicht kompliziert sein, sonst haben wir ein Problem, oder? Und wir sind dann auch dort ein bisschen zurückgegangen und haben mal geschaut, was ist denn da jetzt passiert in den letzten paar Jahren, oder? Am 1. Januar 2016 hat man die Gemeinden fusioniert, oder? Und jetzt ist es Thurses,
Oberalpstein, oder? Auf dem Stein zur See, so urbanisch heisst das, ist jetzt die zweitgrösste Gemeinde vom Kanton Graubünden und die drittgrösste Gemeinde der Schweiz, so wie es Sebastian vorher schon gesagt hat, oder? Warum hat man das gemacht? Die Motivation war eigentlich politisch, auch zum Geld sparen. Wieso braucht es ein Gemeindehaus für irgendwie 10 Leute, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, und ein Baugesetz und weiss der Teufel was alles, oder? Man hat das jetzt vereint aus quasi sachlichen Gründen, aus dem Verstand raus, oder? Und das Problem, das wir jetzt haben, ist, das lebt noch nicht so richtig. Also Sursees ist noch nicht, hat noch nicht so die Identität, die man als Gemeinde muss haben muss. Dass man, oder, ich meine, das sieht man bei Fußballclub, oder? Ist, entweder ist man in Zürich ist FCZ oder GC oder in Davos ist es der HC Davos. Das ist so das, was einem eint. Und die eine Kraft ist, fehlt jetzt noch ein bisschen, weil das Herz ist da noch nicht so richtig drin. Bis jetzt ist es einfach etwas Politisches, etwas mit ein bisschen Amtstouch, oder? Hat man so sehr gemacht, oder? Und das werden wir jetzt verändern, oder? Und darum haben wir gesagt, ist es eigentlich Zeit für eine neue Ära, für eine neue Marke, wo wir jetzt den Weg frei machen, wo wir alte Zöpfe abschneiden und zack, einen Gump führen machen. Und die neue Marke, die heisst Walsersees. Und das ist so nah an einer anderen Welt. Das ganze Walsersees. Und wir haben natürlich da nicht das Problem, aber die Herausforderung, dass auch die touristischen Zentren, zum Beispiel Savonin und Bivio, natürlich eigenständig bleiben wollen. Aber das können wir sehr gut lösen mit dieser Marke Walsersees. Weil man kann auch sagen, Savonin ist im Walsersees. Bivio gehört zum Walsersees. Sie sind eigenständig als Skigebiet, sage ich jetzt mal. Aber sie sind Teil vom Walsersees. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie man das so spielen kann, oder? Das ist die schönste Piste vom Tal, Savonin, Walsersees. Das schönste Dörfli vom Tal, Bivio, am Fuss von Julier im Walsersees. Marmorera, Walsersees. Radons, all das ist Walsersees. Talpflix, so wir hier sehen, ist Walsersees. Und das merkt man jetzt, dass es einfach alles miteinander vereint, ohne dass jemand ausgeschlossen ist und ohne dass jemand auch bevorzugt wird. Oder? Die Leute können sich schon selber bevorzugen. Also wenn Savonin natürlich das Skigebiet pushen, dann sagen sie, hey, wir sind Savonin, aber wir sind im Walsersees. Wir gehören da dazu. Es geht aber auch weiter. Das da ist alles Walsersees. Und da sieht man ein bisschen die Grösse, die das einnimmt. Und die Begehrlichkeit, das sind wirklich Bilder, da holt man an. Was, wo ist das im Walsersees? Das ist cool, oder? Und das sind so ein bisschen die Beispiele da auf dem Juli oben. Und jetzt, wenn man Walsersees eigentlich oben überstellt, dann kann man sagen, Savonin gehört zu uns, zum Walsersees. Bivio gehört zu uns, Walsersees, ist ein Teil von uns. Origin ist ein Teil von uns. Es geht nicht nur um Ortschaft, es geht auch um grössere Sachen. Oder? Der Bargello gehört auch zum Walsersees. Obwohl der Bargello natürlich grösser ist als Walsersees, ist er zumindest drin. Wir sind zumindest drin und darum gehört er zu uns. Hall im Stahl, so kleine Events, gehören eben auch zum Walsersees, oder? Wo eine gute Strahlkraft haben. Die Alpflix, eine von der bekanntesten und schönsten Alpen, die man eigentlich kennt im Bündnerland, die wirklich auch bekannt ist, gehört zum Walsersees. Mazzolaria Peduzzi, der Metzger, wo die Starköche ihr Fleisch bestellen und Würste bestellen, ist bei uns daheim, Walsersees. Dann aber auch so kleine Leuchttürme wie das Hotel Post Bivio, wo einfach ein super Gastgeber sind da, Walsersees, oder? Aber auch neue Sachen. Nächstes Jahr geht das Juffa-Hotel in Savonin auf, das ist Walsersees. Und der das gebaut hat, beziehungsweise die Quadrins gemacht hat, der Juffa, das ist auch Walsersees. Oder? Das sind wir, oder? Und da der See dort oben ist auch Walsersees. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie binden wir das Albulatal mit ein unter dem Namen Walsersees? Weil das Albulatal hat einzigartige Angebote und Sehenswürdigkeiten. Wir verbinden darum die Angebote aus dem Albulatal mit der Marke Walsersees und haben so eigentlich eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Walsersees und Region heissen quasi dort Aufhänger und da als Beispiel das Bad Alvanoy. Walsersees und Region, Landwasserviadukt in Filisur, Walsersees und Region, Burg Belfort in Brienz oder auch im Winter ein super Highlight, Walsersees und Region mit der Skateline Albula. Also das ist alles
Walser See und miteinander. All das ist so nah an einer anderen Welt. Das ganze Walser See. Und das sind so die Bilder, wenn man das jetzt sieht, oder? Dann habe ich das Gefühl, dann versteht man, wenn man das sieht, Walser See so nah an einer anderen Welt mit diesem Bild. Dann ist wie so, dann weckt das Begehrlichkeiten. Einerseits bei den Leuten, die jetzt irgendwie in Zürich im Büro hocken oder in St. Gallen, weiss der Teufel wo. Aber auch, es löst auch Stolz aus bei den Leuten, die von da sind. Oder? Das ist bei uns. Gerade um die Ecke. Und jetzt haben wir da einen kleinen, es ist eigentlich mehr Tonaufnahme als ein Film, wir haben nur so Bilder zusammengeschnitten, wo wir ein bisschen, ein Gefühl vermitteln, in welche Richtung dass das geht. Und zwar für Touristen und Einheimische, also gegen innen und aussen. Wo soll ein bisschen die Emotionalität, die die Positionierung hat, zeigen. Die schönsten Plätze der Welt sind manchmal gar nicht weit weg. Nur gerade um den Ecken. Ganz nach der Schönheit. Ganz nach am Himmel, der Sterne, der Sonne. Ganz nach an den beeindruckendsten Aussichten, Wanderungen, Bikewegen. Aber auch nach der Kultur von Weltniveau, Geschichte und Geschmäcker. Und wenn man dann dort oben ist und der Wind im Gesicht spürt, der Geruch von klarer Bergluft schmückt, wie es auf der Haut prickelt, wenn man in den kühlen See kommt oder vor lauter Glück durch das Gras springt, dann weiss man, wie schön das Leben sein kann und ist dankbar, dass man da ist, an dem ganz speziellen Ort, wo die Menschen genauso einladend sind wie die endlose Natur drumherum. Und wenn man denkt, dass das alles nur ein Katzensprung weit weg ist, dann fragt man sich, wieso man nicht viel mehr da raufkommt. Walser See's. So nach an einer anderen Welt. Das soll so ein bisschen vermitteln, wo, dass wir gefühlsmässig, sagen jetzt mal, wenn da gehen, oder? Und zwar gegen innen und gegen aussen, oder? Jetzt ist natürlich klar, jetzt hat man eine Positionierung, so nach einer anderen Welt. Dann hat man ein neuer Name, Walser See, wo alles vereinen soll und die Positionierung, die das auf den Punkt bringt. Und jetzt geht es natürlich darum, das auch kommunikativ zu nutzen. Oder? Also da, wenn man da die Übersicht schon anschaut, oder? Wir haben die Vision, dort geht es in den Massenplan rein, dann haben wir die Positionierung und dann geht es dann sofort in die Kommunikation Sommer 21 und natürlich dann weiter Winter und Folgejahre. Oder? Und wenn wir jetzt da von dem reden, Walser See, so nach einer anderen Welt, das ist für die nächsten 10 Jahre. Das ist jetzt nicht gehüpft schnell für nächstes Jahr und übernächstes noch, sondern das bleibt jetzt, das werden wir sein. Und je länger, dass wir das spielen und je klarer, dass wir das spielen, desto mehr wird es dann auch heissen, du, wo gehst du in die Ferien? Ja, Walser See. Und nicht so wie ich in Bi, wie vielleicht sagt es dann Walser See. Vor allem, wenn man die kleinen Ortschaften nimmt, oder? Die Leute sagen ja, sie gehen nicht in Engadin in die Ferien, dann funktioniert das auch. Oder? Und genau das muss das Ziel sein, oder? Und darum ist es mega wichtig, dass alles, was wir in Zukunft gemeinsam angehen, in dieser Positionierung muss fussen. Also für eine starke Marke, die das Tal und die Destination in der Gesamtheit beschreibt, müssen wir halt alle erstens am gleichen Strang ziehen und auch alle in die Richtung laufen, wo da vorgegeben ist. Oder? Sonst funktioniert es nicht. Und eine Marke, die wir in Zukunft prägen, das Walser See, das müssen wir zum Leben erwecken. Und das müssen wir zum Leben erwecken mit Massnahmen, die genau passend sind. Nachhaltige Massnahmen, ein modernes Kundenerlebnis schaffen und wirklich starke Kommunikation machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das? Das ist alles theoretisch, aber das ist eben gar nicht so schwierig. Weil man muss einfach sich fokussieren. Und fokussieren tut man sich auf relevante Themen. Und dann tut man die verheiraten mit dieser neuen Positionierung, oder? Und was ganz wichtig ist, man muss den Willen haben zur Exzellenz. Also man kann nicht irgendetwas mischen und ein bisschen dort, ein bisschen da, sondern man muss sagen, lieber etwas machen, dafür richtig, als 10 Sachen, wo eigentlich alle ein kleines Budget haben oder zu wenig Leute, die daran ziehen und so weiter und so fort, oder? Und im Prinzip sind wir da in diesem Spannungsfeld drin, weite, nahe, Walser See. Und dann gibt es da ganz viele Themen, wo man spielen kann. Das sind eben die relevanten Themen, die davor angesprochen wurden. Das eine ist Kultur, ist klar. Landschaft, der grösste Naturpark der Schweiz. Also ich meine, die Fotos sprechen für sich. Digitalisierung ist natürlich ein Thema. Also
Wir haben da auch gesagt, der Sebastian, die Erwartungshaltung der Leute ist mega hoch an Digitalisierung. Also die Leute sind in Zürich, dann sind sie im Tram und dann finden sie, sie bestellen sich schnell eine Matratze und dann ist die am nächsten Tag, steht die vor dem Briefkasten, oder? Also das ist schon, das haben wir, oder? Aber auf der anderen Seite suchen die Leute nach so ursprünglichen Erlebnissen da oben. Die wollen irgendwie Käse auf der Alp, möglichst ohne Handyempfang und mit dem Kessel und stinken nachher nach Käse. Das finden sie cool. Aber buchen, wenn sie das eben digital und zahlen auch mit Twint und per Apple Pay und weiss der Teufel was, das will man nicht einen Fax schicken. Und das sind so die Ansprüche, die heute die Leute haben, oder? Und dann ist natürlich Corona das Thema. Wir haben ja das letzte Sommer schon gespielt mit dem Film, den wir gemacht haben, dass man gesagt hat, hey, cool, endlich wieder frei, endlich wieder in die Weite. Wir sind daheim eingesperrt gewesen und dann haben wir wieder raus. Das ist etwas, was man spielen kann. Und das haben wir auch gemacht. Der Bargela, der grösste Naturpark der Schweiz, kann man spielen. Gastronomie, Hotellerie, haben wir jetzt zwei neue Sachen, die kommen. Juff Hotel und dann natürlich dann nachher auch Mövenpick. Und wir haben aber auch super Gastronomie, die schon besteht. Und die dürfen wir ja nicht vernachlässigen. Auch die müssen wir pushen, oder? Dann gibt es etwas, wo mal angedacht ist mit der Tourismusgemeinde. Da geht es so ein bisschen um Stimmrecht und mehr Involvierung von der Zweitheimischen. Interessantes Thema. Und dann natürlich auch da, vor allem in Savorin, wichtig Skigebiet, oder? Was machen wir mit denen? Das sind alles ganz wichtige, relevante Themen. Und dann gibt es da natürlich tausend andere. Also, da muss man halt mit offenen Augen durch die Welt gehen und schauen, was ist rum? Was können wir jetzt nehmen? Da gibt es Sachen, die sind langfristig. Da gibt es Sachen, oh, jetzt ist das passiert, jetzt machen wir etwas aus dem. In den nächsten zwei Monaten, oder? Und wir haben da ein Beispiel, das eigentlich da genau macht, oder? Ist eigentlich Origin und zwar aus Versehen. Das macht eigentlich genau das, wenn man es übersetzt, ist es Kultur auf Weltniveau in dieser weiten Berglandschaft. Das ist ja das, was es so speziell macht. Das ist ja das Spannungsfeld, oder? Und im Prinzip kann man sagen, Origin vereint Weltklasse-Kultur mit einer weiten Landschaft vom Val Sorsees, oder? Und da kommt jetzt alles zusammen, oder? Ob Palette auf internationalem Topniveau mitten auf dem Julier, einer Aufführung in den Bourguignon oder ein temporäres Theaterhaus auf dem Marmorera-Staudamm. Das ist Exzellenz. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Wille zur Exzellenz. Das macht keine halbe Sache. Da werden die richtigen Leute, da werden Kostüme genäht, da wird Musik gemacht, da wird Tänzer, Choreografie. Das ist alles top-notch, oder? Und dann bringt Origin die Weltklasse-Kultur da rauf, in die Landschaft vom Sorsees, in die Weite rein. Und dann macht er aber gleichzeitig eigentlich das Umgekehrte. Es ist eigentlich sehr intim. Also wenn ich in den Bourguignon das Ballett anschaue, ist das natürlich nicht viel näher am Geschehen, als wenn ich in Milano in der Scala in der 63. Reihe hocke und da mit dem Feldstecher quasi muss die Leute suchen, oder? Und das ist genau das, was wir eigentlich da oben suchen. Wir brauchen mehr so Sachen. Exzellent, Weite und Nähe zusammengefasst. Und dann sind wir es, oder? Das ist eigentlich der Cocktail, den wir hier haben, wo der Giovanni Netz schon vorlebt, ist, der lässt sich auch neu mixen. Man kann ja das ein bisschen, wie soll ich sagen, das Prinzip kann man sich abschauen, oder? Und das Ziel von unserem Tag muss eigentlich sein, dass wir entlang von diesen Handlungsfeldern immer wieder neue solche Impulse schaffen. Und da haben wir ganz viele Beispiele, oder? Wie das kann aussehen. Da gibt es Millionen Sachen, oder? Origin ist etwas, nächstes Jahr haben wir UFO-Hotel. Tourismus gemeint, wo an der Wand zur See dran ist. Andere Beispiele, aber es kann auch Sachen sein, voll auf Sales, Early Bird G-Ticket. Da muss man sich fragen, wenn wir jetzt die Positionierung haben, so nah in einer anderen Welt, wie verkaufen wir dann ein Early Bird Ticket? Dann verkaufen wir eben nicht ein Early Bird Ticket, sondern dann verkauft man, du hast Piste für dich. In einer riesen Weite bist du ganz allein. In deiner eigenen Welt kannst du dort Skifahren. Und dann merkt man, aha, wir müssen das so verkaufen, dann passt es zur Positionierung und dann passt es zum Walsersee. Jetzt ist eben genau die Zeit, um die Veränderung all zusammen im ganzen Walsersee zusammen anzugehen. Mit Origin, mit Anavanzersee, mit der Bevölkerung, mit der Gemeinde, mit dem Tourismus, mit den Bergbahnen. All zusammen müssen jetzt eigentlich das leben und dann kann man vorwärts kommen.